Cool, du hast es gefunden. Wie gefällt's dir? Stell deinen Wagen hier ab. Kannst dich wie zu Hause fühlen. Und untertauchen, wenn's dir zu heiß wird. Wenn du Razor deinen Wagen nicht freiwillig überlassen willst, hast du noch ziemlich viel vor. Du musst dich in der Blacklist hocharbeiten und alle anderen Fahrer besiegen. Aber zuerst musst du versuchen, überhaupt wieder in die Blacklist reinzukommen. Fahr das richtige Event, sammel genug Kopfgeld und du kannst einen Fahrer aus der Liste herausfordern. Hast du sie alle geschafft, gehört Razor dir allein. Cool? Ich werde dich wieder nach oben bringen. Ich rufe dich an, wenn es was Neues gibt. Bis dann. Nächster Gegner, Blacklist 15. Das hier ist Sonny. Er hat verdammt viel Zaster in seinem Schlitten gesteckt. Der Kist ist eine echte Rakete, also wundert dich nicht. Er versucht immer als erster die neuesten Teile an seinem Wagen zu haben. Ja, wie soll ich denn mit meiner Gurke schaffen? Wie soll das denn gehen? Um Sonny herauszufordern, musst du eine bestimmte Anzahl von Siegen und Meilensteinen einfahren. Dein Kopfgeld muss auch entsprechend hoch sein. Stimmen deine Zahlen, kriegst du deine Chance. Okay. Ramme in einer Verfolgung zwei Polizeiwagen und flüchte um den Meilenstein zu erreichen. Entkomm einer Verfolgung in weniger als 4 Minuten, um den Meilenstein zu erreichen. Okay. Lass dich in eine 2-minütige Verfolgung verwickeln. Entkomm anschließend, um den Meilenstein zu erreichen. Und lass dich mit mindestens 130 Stundenkilometer blitzen, um den Meilenstein zu erreichen. Ha! Witzig. Meinst du, meine Karre schafft sowas? Das ist doch mein Auto! Die Rockport Cops wollen uns fertig machen. Die sind überall. Je länger die Verfolgung dauert, desto stärker steigt dein Fahndungsstatus. Je höher dein Status, desto mehr Cops. Wenn's einmal eng wird, rase einfach in Objekte auf der Straße. Ich nenne das Verfolgungsstopper. Triffst du einen, ist der Cop entweder außer Gefecht gesetzt oder muss anhalten und sich um das Chaos kümmern. Es funktioniert, glaub mir. Jeder Verfolgungsstopper ist mit einem entsprechenden Symbol markiert. Um den Fahndungsstatus deines Wagens zu senken, versteckst du ihn einfach eine Weile. Dann interessiert er die Cops nicht mehr. Soll dein Fahndungsstatus schnell sinken, fahr in einen Shop und bau deinen Wagen um. Karosserie, Lack, ganz egal. Hauptsache, dein Wagen wird nicht erkannt. Senk deinen Fahndungsstatus schnell, indem du deinen Wagen wechselst oder tunst. Okay. Ja, da kriegen wir irgendwie hin. Glaub ich. Aber wir müssen jetzt hier so Cops. Zentrale, Sierra 13. Single 96 bei einem Verdächtigen. Alles weitere später. Kommen. Zentrale, Verdächtiger flüchtet. Gehe auf Code 3. Verdächtiger flieht, schickt zusätzliche Einheiten. 10-4, Sierra 13. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Bin unterwegs zur Verfolgung. Ups. Der Kerl ist erledigt, ich hab ihn. Wartet, ich nehme ihn fest. Ach, ich hab gar kein Nitro. Macht langsam, die Straße wird voller. Er soll das Gebiet verlassen. Sichtkontakt verloren. Warte, versuche ihn wieder einzuholen. Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Zuletzt wurde der Verdächtige gesehen in Fahrtrichtung Westen.
auf dem Campus Circle. Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Einsatz wechselt auf TAC-3. Geschafft! 1 Minute 13, Polizeiwagen beschädigt einen, okay. Zerstört 0. Nagelbänder umfahren, 0. Umfahren. Sachschaden 1450. Ich habe doch gar nichts gemacht. Mann, das geht besser. Die Polizei von Rockport sucht ständig nach Street Racern. Hier ein paar Tipps. Distanz, du musst einen Abstand zwischen dir und den Cops herausfahren. Ja, mit meiner Gurke, ist klar. Ich will ja mit der Maus. Du entkommst erst, wenn du außer Sicht bist. Nimm eine Route, auf der du schnelle Richtungsänderungen vornehmen und dich im Verkehr verstecken kannst. Auf dem Highway hast du kaum eine Chance. Naja. Bestätige Zentrale. Hier ist Sierra 1. Ich sperre mit 4 Einheiten den Bereich nordöstlich seiner letzten Position ab. Die Einsatzleitung fordert alle Einheiten auf, zum allgemeinen Einsatz zurückzukehren. Bezirk Rosewood. Mögliches Code-6-Fahrzeug wurde gemeldet. In Richtung Westen. Auf dem Campus Circle. Ich brauche eine freie Einheit, die dorthin fährt. Du brauchst gar nichts, Schätzchen. Oh, warte mal. Soll ich dich mal weit anschieben, Junge? Haha. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden, auf dem Highway 99. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TAC-3 koordiniert. Hier ist Charlie 15. Wir hängen vor unserem Zielsektor in einem 1043. Ich will mal tunen und so. Okay, alle Einheiten werden angewiesen, diesen Einsatz zu beenden und wieder den normalen Dienst zu versehen. Hallo. Ich würde ganz gerne mal irgendwie tunen. Geil. Komm. Ich möchte tunen. Ich denn? Ach, da meine Map. Tuning Shop. Da muss ich jetzt ein Stückchen zurück und dann links.
Stückchen ist gut. Dann fahren wir mal hier unten. Hier so. Und dann... da. Doch nicht so. Brauchst du von mir keine Angst zu haben. ich glaube hier, ne? Wo ist das denn jetzt hier? Hier? Tuning. Leistung. Motor, Getriebe, Fahrwerk, Nitro, Reifen, Bremsen, Kompressor. Ja, wir gucken mal, was wir kriegen für unser Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir überhaupt. Ach, hier geht nichts. Doch scheiße. Hier auch nicht. Ja, was kann denn die Karre hier? Ah, warte mal. Ah, nee, das geht nicht, okay. Ach so, das ist Serie, das geht auch nicht. Boah, ich kann bei dieser Schrottkarre ja gar nichts machen. Das regt mich doch jetzt schon wieder auf. Na, nicht mal neue Reifen, was soll das? Optik. Darf ich da wenigstens was machen? Und dann muss ich da auch alles freischalten. Blau hatte ich jetzt. So. Ja, schwarz gefällt mir. Habe ich jetzt eingekauft, ne? Vinyls. Flammen, Treibelstreifen, Rennflagge, Nationalflagge, Karosserie. Was ist das denn? Ach so. Das sieht geil aus. Ach, ich dafür muss ich wieder freischalten. Ich darf nur das Langweilige nehmen. Einzigartig, was haben wir denn da? Ich kann da gar nichts von nehmen, Mama. Ein Streifen. Boah, wie langweilig. Bis hierhin kann ich gehen. Boah, ich krieg nur so langweilige Kacke, ne?
Ja klar, dafür musst du den und den besiegen. Dann nehme ich sowas. Hi, komm dir mal Rosa. Nein. Boah, es muss geil aussehen. Am geilsten ist immer noch rot. Boah, was mache ich denn bei so einer Schrottkarre? Kann mir doch mal einer erklären. Sieht auch geil aus. Nee, ich nehm. Das hat auch was. Das Dunkle. Ja, das nehme ich. Das nehme ich. Will ich haben! So, und jetzt? Einkaufswagen. Zwischensumme 1000, Restgeld 3000. Ja, ich will das jetzt haben. Ja. Will ich. So, was haben wir noch? Teile. Felgen könnt ihr auch mal ein paar schöne gebrauchen. Ich hoffe, dass die Musik mir meine Videos nicht sperrt, ey. Das wäre echt übel. Dafür musst du wieder fahren. Ich möchte schwarze Felgen haben. Ach, das sieht doch kackjes aus. Ist klar. Gesperrt. So langweiligen Gedönsrad. Kann ich drauf machen. Ja. Würde auf jeden Fall schon mal besser aussehen als das, was ich jetzt drauf hab. Komm. 1000! Ich bin direkt so mega teuer. Hoch 1000! Willst du mich verarschen? Ne, da muss ich mit so Schrottdingern rumfahren. Motorhaube, Dachspoiler. Was haben wir denn hier? Motorhaube, hä? Cool. Das sieht geil aus. Nee. Wo war das? Nein. Was habe ich denn da gerade gehabt? Bin ich da irgendwo drauf gekommen? Spring, we was green.
Okay, dann kann ich mir alles nicht leisten. Aber... Boah, war das jetzt das, was ich so schön fand? Ich glaube, ja. Jetzt zeigt mir das doch nicht immer von der Seite, wenn ich bei der Motorhaube dran bin. Nee, das gefällt mir nicht. Nehmen wir das. Cool. Dachspoiler. Nee, so einen Scheiß will ich nicht drauf haben. Finde ich nicht schön. Aber sowas. Das sieht cool aus. Wie viel? 1000. Alles klar. Okay, jetzt gehen wir wieder auf die 4 für Einkaufswagen. Alles klar, ja, ja. Jetzt können wir aber nichts mehr kaufen. Yo! Und fährt sich immer noch total beschissen. Ja, was kann ich denn noch machen? Gucken wir mal auf der Map. Events. Ja, und wo bin ich jetzt? Okay, ich bin dieser komische Pfeil da unten. Boah, ist das eine Karre. Kann ich hier abkürzen? Boah, ey, damit kannst du doch keinen Blumentopf gewinnen. So. Was haben wir hier? 5,6 Kilometer. Kopfrisiko maximal. Geldprämie. Ja, ja. Boah, die haben schon so schöne Autos. Ich. Dass da kann. Da glaubt mir doch keiner, dass ich sowas spiele. Carsten und ich hatten das mal im Laden gezockt, mal. Das ist aber schon. Boah. Keine Ahnung, wie viele Jahre her. Da habe ich damals auch so Probleme gehabt mit der Steuerung. Jetzt. Fällt mir auch wieder ein, aber jetzt geht's eigentlich, also wenn man sich daran gewöhnt hat mit den Pfeiltasten. Jetzt hau da mal ab, Junge! Du bist mir im Weg! Mann, ey, nimmt der mir der Zeit? Und bis meine Kröte hier mal wieder... Oh. Aber der driftet geil in Kurven irgendwie. Also wenn das schon driften ist, ich habe da keine Ahnung von. Ich habe auf meiner Xbox, ich habe, muss ich zugestehen, die allererste Xbox. Und da habe ich auch irgendwie so ein Rennspiel. Das ist auch voll lustig. Da kannst du auch die Leute umfahren und so. Ein Zeppelin. Boah, du hast mich gerade voll abgelenkt, du scheiß Zeppelin. Hab das gesehen, da war ein Zeppelin. Hau da mal ab. Boah, ich brauch mein Auto wieder. Das ließ sich so geil fahren.
Polizei. Fahrer versucht zu entkommen. Hol ihn ein. Okay, 10-4. Na? Auf den gemeldeten Verdächtigen eingeholt. Er ist definitiv Code 6. Versucht. Cool. Achtung, Bezirk 3. Es gibt eine Verfolgung, Code 3. Westlich am Park vorbei. Einsatz wird koordiniert auf Kanal 1. Verdächtiger ist unterwegs Richtung Westen. Auf der Abfahrt. Ich möchte ja mal irgendwie. Melde 1085. Der hält mich freiwillig an. Nee, ganz bestimmt nicht. 10-4, Bravo 2-4. Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Aber ich möchte. Mal ganz gerne irgendwo drunter fahren. Weißt du? Dass ich hier mal irgendwie was kaputt mache. Verstärkung alleine reicht nicht. Wir sollten es mit einer 1073 versuchen. Mit einer was? Boah, Alter, ich hab hier gar keine 3, Ahnung, wo ich bin. Einsatzleiter ist vor Ort und bittet und um ich möchte eigentlich ganz gerne mal in die Stadt rein. Kann kaum mithalten. Code 6 macht eine Menge Probleme. Ach scheiße, da hätte ich was kaputt fahren können. Beteiligten Einsatzkräfte. Verdächtiges Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung auf der State Street. Absperrung erfolgt. Jawohl, 3000 Sachschaden. Besiege Razor, ja, ja. Das wissen wir ja. Ja, ich bin fertig. Bestätige Zentrale. Hier Charlie 15 mit weiteren 4 Einheiten. Wir sperren den Bereich nordöstlich seiner letzten Position. Cool, Meilenstein erreicht. Aber ich möchte gerne wissen. Ich brauche eine Werkstatt. Autohändler. Unterschlupf. Oh, da müssen wir einmal zurück. Einsatzleitung fordert alle Einheiten auf, zum allgemeinen Einsatz zurückzukehren. Dann gucken wir mal. Ja, da. Hupala. Können wir jetzt einfach mal schön gechillt dahin fahren. Dupi, 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 dupi. So. Also wenn das Video gesperrt werden sollte oder was auch immer, dann müssen wir mal gucken, dass wir andere Musik bekommen. Weil man kann die ja hier auch ausstellen, das ist kein Problem. Warte mal hier. Nee. Ich will wissen, was das hier ist. Auf jeden Fall noch kein Unterschlupf. Ach, das wäre ein Rennen gegen Sonny gewesen. Aber das kriegen wir heute nicht mehr hin. Weil ich muss jetzt auch noch Minecraft hochladen. Und dann muss ich hier auch schon wieder ins Bettchen. Mein Urlaub ist ja leider, leider, leider. Jawohl. Arschloch, fahr mal ruhig rein, ey. Mann, 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 Mann. Kein Benehmen, ja? Sieht mich und fährt mir rein.
Oh, sogar mit Gewitter. Cool, cool. Da lässt sich das Auto ja noch geiler fahren. Jawohl. So, Unterschlupf. Und dann würde ich sagen, ich hoffe... Ja, speichern. Ja. Ja, will ich. Und, ja, dann sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Speed... Need for Speed. Wie geil. Need for Speed. Most Wanted. So, jetzt habe ich's. Bis dahin. Tschüss.